Franco, Glückwunsch zum Sieg. Vor zu deinen beiden Freistoßkrachern kommen, vielleicht erstmal generell zum Spiel, aufgrund der 2-0 vor allem verdient, oder? Ja, definitiv. Ich glaube, auch erste Halbzeit hatten wir schon viele gute Aktionen nach vorne. Ja, mit dem Wind bedingt war es schon schwierig, richtig Akzente zu setzen. Aber ich denke, wir haben das auch gegen den Ball sehr gut gemacht, haben auch wenig zugelassen heute. Ich glaube, zweite Halbzeit haben die nicht einmal aufs Tor geschossen, außer den Freistoß. Und also insgesamt muss man sagen, absolut verdient. Warst du denn nach dem ersten Freistoß, warst du denn so sicher, dass du den zweiten nochmal genommen hast und den auch noch reingeballert hast? Ja, ich war mir beim ersten auch schon sicher. Also ich habe auch in der Halbzeit schon gesagt, dass ich mir den Freistoß nehme, wenn er kommt. Der erste ist super reingegangen, dann wusste ich auch, wenn ich den zweiten aufs Tor bringe, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass er reingeht. So, ich wurde jetzt heute dafür belohnt. Du hast wahrscheinlich auch noch nicht erlebt, dass du zwei Dinger in einem Spiel noch so reinkommst. Ja, kann ich mich jetzt erstmal nicht dran erinnern, ja. Ja, und generell so zum Support, was sonst die Fans unterstützt haben über 90 Minuten, das ist schon cool, oder? Ja, es war ein absolutes Heimspiel heute, also war eine richtig geile Stimmung, auch beim Stand von 0-0, dass sie uns immer wieder gepusht haben, das war sehr wichtig für uns und ich denke, es ist auch für die noch ein Geschenk gewesen, dass wir heute nochmal 3 Punkte geholt haben. Was von diesem Spiel müsst ihr jetzt mitnehmen in die nächsten Spiele? Was sind die Punkte? Ja, dass wir genauso hart weiterarbeiten müssen, dass wir kein Prozent nachlassen müssen. Wir sehen, die Konkurrenz punktet. Wir sollten nicht so viel auf die Konkurrenz gucken, sondern auf uns. Unsere tägliche Arbeit können nur wir beeinflussen und wenn wir punkten, dann werden wir auch am Ende dafür belohnt. Danke. Ja, Marco, 2-0 beim FC Wickberg B. Das Spiel hast du heute ohne Kopfverletzung mal überstanden. Ja, was sagst du zum Sieg heute? Sehr wichtiger Sieg. Es war ein 6-Punkte-Spiel. War extrem wichtig, dass wir heute gewonnen haben, aber hat heute alles geklappt. Auch erste Halbzeit, auch wenn wir auch ein bisschen ein Problem mit dem Gegenwind hatten. Da ein bisschen den Ball einzuschätzen war ein bisschen schwer heute. Haben wir in der zweiten Halbzeit dann aber unsere Weingestellung auch ein bisschen genutzt. Aber so alles im Ganzen, super Spiel von uns. Nach dem zweiten Freistoß-Tor von Franco habe ich mal beobachtet, hast du ganz unglaublich geschaut. Was hast du dir gedacht? Ich habe das erste, was ich zum Franco gesagt habe, geisteskrank, was der heute abgeliefert hat. Gerade diese, auch im Spiel nicht, die Schüsse aufs Tor, die hat er sicher so verdient. Aber der hat auch defensiv super gearbeitet und mit den Toren. Hey, klasse. Die Tore fielen heute nach Standards, aber auch aus dem Spiel heraus. Eine gute Leistung für euch? Wir hätten auch aus dem Spiel heraus, gerade erste Halbzeit konnten wir 2-3 Tore machen. Aber umso schöner, dass wir halt mal über Standards nochmal Tore machen können. Und so schöner auch, dass die Fans die organisierten Support machen, oder? Es war heute gefühlter Heimspieltag. Ja, also war mega schön mit dem Fernseher im Rücken. Hat man ja das ganze Spiel lang laut gehört. Super. Was für Erkenntnisse müsst ihr jetzt hieraus ziehen? Wie müsst ihr die nächsten Spiele anpacken? Genau so? Ich sag mal, so wie heute und wie die letzten Spiele von der Einstellung her, muss es einfach passen. Also wir müssen den Kampf annehmen. Der Trainer meint, auch im Training von morgens bis abends, jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, es muss knallen. Es muss einfach knallen. Wir müssen Punkte holen, wir müssen leisten, wir müssen den Kampf annehmen. Alles klar, danke. Du hast ja gerade nochmal gehört, kann man nicht erinnern, dass die Konkurrenz für euch spielt. Ihr müsst das schon selbst regeln. Ja, definitiv. Wir müssen auf jeden Fall auf uns gucken. Das habe ich auch den Jungs gesagt, weil wir auch jetzt immer wieder Thema Bonner SC hat gewonnen und wir müssen das gewinnen. Ich sage ja, unser Anspruch ist es halt, selber Spiele zu gewinnen und vor allem uns nicht nur an eine Mannschaft zu orientieren. Wir sehen, dass die anderen Mannschaften auch nach und nach punkten und müssen unsere Aufgaben machen und dann wird das hinten raus auf jeden Fall reichen, wenn wir das tun, weil es ist kein Selbstverständnis, nur dann auf eine Mannschaft sich zu konzentrieren, das macht keinen Sinn. Es läuft eine Wette mit der Mannschaft bezüglich des Standards. Das war auch der Grund, warum Franco Uzelak jetzt wochenlang nicht gespielt hat. Weil der Trainer da Gefahr läuft. Nein, das kann man so sehen, aber Spaß beiseite. Ich freue mich unheimlich, dass Franco diese Dinger so reingeschossen hat. Das war wichtig. Wir haben gesehen, wie schwierig es bei dem Wind war, überhaupt anständig zu kombinieren. Vor allem erste Halbzeit, wo wir gegen den Wind gespielt haben, wo du kaum den Ball diagonal verlagern konntest, geschweige denn auch mal überspielen konntest, die erste Pressinglinie vernünftig. Und dementsprechend haben wir uns ein, zweimal selber in Schwierigkeiten gebracht. Umso mehr war es wichtig, dass wir zu Null gespielt haben, erste Halbzeit trotz alledem. Und wir wussten, dass zweite Halbzeit dann wir die dominierende Mannschaft sein werden und der Gegner dann natürlich mit dem Wind erstmal klarkommen muss. Aber Franco, kann man davon ausgehen, dass jetzt gesetzt nicht nur, weil er 2 Tore gemacht hat, sondern weil die Abwehr hier auch völlig... Also Franco hat heute auch ein gutes Spiel gemacht und ich sage, es ist immer die Frage, auch im Vorfeld gewesen, Willi war davor sehr stabil, hat eine super Vorbereitung gemacht, hat sich was erarbeitet, letzten Endes haben wir hin und her überlegt, dann haben wir hin und her geschoben aufgrund verschiedener Konstellationen, aber ich denke, Franco hat sich das jetzt auf jeden Fall über diese Leistung nochmal bestätigt. Ja. Es gab eine Situation, da hat
Alex seine Auswechslung nicht angezeigt. Also das wird euch begleiten, ne? Diese Sorge um seine Schulter. Ja, das muss man leider immer wieder mit in Kauf nehmen. Ne? Wir haben ihn auch in der Halbzeit gefragt und er wollte unbedingt spielen. Das zeigt natürlich, was für ein Herzblut der Junge hier in diesem Verein steckt und dass er bereit ist, über diese Grenze hinaus auch zu spielen. Weil letztendlich habe ich auch gesagt, Alex, nein, Trainer, ich will weiterspielen und ich kriege das hin. Und er hat das trotzdem mit Bravour gemacht. Ist die Schulter wieder rausgegangen? Nein, er hat es schwer, also nicht komplett. Nein, raus ist der, habe ich, also nicht das, aber er hat halt natürlich durch eine ruckartige Bewegung wieder den Schmerz gespürt intensiv und hat natürlich auch Angst gehabt, dass der wieder rausgeflogen ist. Und dann kriegt er Tabletten in der Pause oder wenn er den Spritzen getaped ist, ja sowieso, ne? Ja, getaped ist er auf jeden Fall, aber das war mit Physios, da halte ich mich auch raus. Was muss er noch wissen? Arbeitssieg? Ja, definitiv, es ist ja klar. Ich meine, wie gesagt, dass er so ein Spiel vor allem aufgrund dieser Witterungsbedingungen nicht anders hätte lösen können, vielleicht doch über eine Standardsituation. Wobei man mit Winden hier auch ein paar Aktionen gehabt, wo wir hätten das Tor machen können. Auch erste Halbzeit, die Tore dann frei zum Abschluss kommen. Und der dann, wo haben die dann da, wo Selim da noch abfälscht und der Ball dann drüber geht. Das heißt, da waren ein paar Aktionen trotz des Windes, wo wir hätten vielleicht 1-0 in Führung gehen können und wo der Gegner noch mehr aufmachen musste. Aber letzten Endes, also ich meine, ich habe es jetzt nicht so gesehen mit der Trainerkollege, dass die da außer den ein, zwei Standardsituationen bei der Ecke, da muss man ganz klar sagen, dass die dann überhaupt aus dem Spiel heraus was produziert haben. Ich biete nur auf Jan Bach an, der wollte ein bisschen hektisch abschließen. Genau, da kommt Alex dazwischen. Ja, genau, Alex kommt dazwischen. War es für euch ausnahmsweise mal eine ruhige halbe Stunde, weil man jetzt nach dem 1-0, spätestens nach dem 2-0 jetzt echt nicht in Eindruck hatte, hier passiert noch was. Nein, was super war, ist, ich sag ja, man merkt dann auf einmal, wie wir dann den Ball laufen lassen und dann auch den Druck rausnehmen, auch dann verlagern, dann wieder den Gegner locken, dann überspielen. Und das ist das ja, wenn man dann nicht um Abstieg spielen würde, sage ich mal, ist davon auszugehen, dass man das mental hinbekommt, das von Anfang an bis zum Ende zu tragen. So. Aber ist halt so, wir sind in dieser Situation, wir müssen gucken, dass wir uns Woche für Woche irgendwie nach und nach freischwimmen, idealerweise vor dem letzten Spieltag.